Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Maldita Castilla. Das heißt so viel wie verdammtes Kastilien und ist ein Spiel, ein Indie-Game erstmal. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen wie Super Ghouls and Ghosts, wenn ich das jetzt mal direkt vergleichen würde. Hab schon mal kurz reingeschaut, macht ziemlich viel Spaß und spielt sich sehr gut, also es ist nicht so träge, dass man jetzt rumfliegt wie so ein nasser Sack, wie es noch in eben dem Vorgänger quasi im Geiste der Falle war. Die Geschichte, ja gut, die ist jetzt ein bisschen zweckdienlich für die Sache, aber ich meine, hier könnt ihr ja gerne lesen. Dieses komische Ding, was aussieht wie ein Piratenhaken, ist übrigens ein Tee. Da habe ich auch kurz gebraucht, dass ich das eben realisiert habe. Aha. Maldita Castilla. Ja, auch hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Endings freizuspielen, je nachdem, wie man sich anstellt. Ich werde wahrscheinlich keins davon sehen, aber gut. Don Ramiro, Questada, Don Diego and blah. Head for the Tolomera and put an end to this nightmare. Yes, my king. Ja, er trägt uns auf, dorthin zu gehen und alles zu töten wahrscheinlich. Tolomera del Rey. Ich habe jetzt die Geschichte gar nicht gelesen. Ja, wenn es euch interessiert, lest doch nochmal durch. Ich meine, das ist, wie gesagt, für mich eigentlich ein Mittel zum Zweck, dass hier eine Geschichte mit bei ist. Hauptsache, wir können Zombies abschießen. Guck mal hier, schön, ne? Ja, ich sagte ja, es spielt sich sehr gut. Man kann hier einfach wunderschön alles wegfletschen mit unserem Dolch, den wir hier als Ritter, keine Ahnung, wie wir heißen haben. Oh, ja, man kann alles abschießen, das finde ich gut. Konnte man das in Super Ghosts and Ghosts auch? Ja, ich meine eigentlich schon, aber es war nicht immer ganz leicht. So, was haben wir denn hier? Eine Axt. Oh, jetzt aber ein Fragezeichen. Und eine Sichel. Ja, ich wollte gerade sagen, die hatte ich letztes Mal hier schon. Da hatte ich kein Fragezeichen. Das ist das Geld. Moin. Auch heute habe ich das damals gerne gespielt. Es war zwar bockschwer und auch ein bisschen frustrierend. Aber ich meine, na gut, es ist halt... Dafür war es bekannt. Oh, ich dachte, der hat Geld verloren. Ja, oh, Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, wo ihr das runterladen könnt. Wisst ihr, ist ja immer so. Wenn es kostenlos ist, dann biete ich das natürlich immer gleich mit an. Oh Mann, jetzt kommt er von hinten. Wow. Habe ich einen Doppelsprung? Nö. Okay, das ist jetzt ein Unterschied im Gegensatz zu Ghouls and Ghosts. So, Schweinevögel hier. Was machst du denn da? Hallo, guten Tag. So. Ja, drei Leben. Oh, guck mal, was ist das denn? Okay, also hier war ich schon nicht mehr. Da habe ich aufgehört. Blöde Vögel. Ein Schild. Yay. Was heißt das jetzt? Kann ich einmal getroffen werden, ohne dass mir was passiert? So wie es ja im NES oder Super Nintendo Spiel der Fall war. Ja, da kommt jetzt immer wieder neu. Das finde ich ein bisschen gemein. Sag mal. Okay, das sind... Ach, das sind die abgeschlagenen Köpfe. Und das sind die ehemaligen Besitzer dieser Köpfe. Kann ich da... Oh, guck mal. Was ist das denn? Ich hab den da... Naja, schön. Sehr skurril das Ganze. Aber ist ja ganz lustig. Ich finde auch dieses... Oh, oh. Beheaded Knife. Knight, nicht Knife. Oh, nee. Oder? Hallo? Au! Oh. Ach, da läuft immer nur vor und zurück. Das ist ja nett. Huh! Ach, ja. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier sehr weit kommen werde, Leute. Oh, lulu. Aber wenn man es einmal weiß, ist es ja ganz okay, ne? Au. Ja, vielleicht auch nicht. Soll ich vielleicht ein bisschen Abstand halten und dann geht das auch. Wunderbar. Hey, Mädels, gib mal hier eine Fee. Ich hab eine Fee! Eine gute Fee für mich. Ja, damit habe ich mir, glaube ich, schon den, wow. Habe ich mir schon das Paradies verwehrt, weil ich jetzt gestorben bin. Was ist denn hier los? Ich kann ja nicht abspringen von dem Teil. Aber ich kann die von unten abschmeißen. Das ist ja lustig. Hallo. Feige. Kann ich auch, seht ihr? Was macht denn die Fee? Die schmeißt da irgendein Zeug. Achso, ich kann doch abspringen. Haha. Eine Zeituhr. Also eine Sanduhr. Warum auch immer. Guck mal, die schmeißt irgendwelchen Dreck auf die. Das ist aber nett, dass du Dreck schmeißt, liebe Fee. Das hilft mir extrem weiter. Oh oh. Oh oh oh. Eine Krone, die mir ein Herz gibt.
Also ein Leben sogar. Und wieder eine Sichel. Ich weiß nicht, ob ich die aufsammeln sollte. Jedes Mal diese Fragezeichen. Oh oh. Ich bin jetzt Donkey Kong, oder was? Au. Sag mal. Das ist schon nicht nett. Das war der hier, ne? Gib's zu. Dickerchen. Was bist du für ein Bücherwurm? So eine Arschmade ist das. Ach, guck mal, da kommt der Kronleuchter runter. Ist das gut oder nicht? Oh. Was seid ihr denn bitte? Nein! Ich spring auch noch direkt rein, ich Vollpfosten. Guck mal, was machen die Viecher da bitte? Was machen diese Viecher da? Tanzen die liebische Elster für sie? Nein, das machen die nicht. So, und Wanz da oben. Guck mal. Moin. Und wieder eine Uhr. Ja gut, es gibt mir nur Zeit. Aber was soll ich hier mit Zeit? Ich brauche Leben. Gib mir Leben. Ja, ernsthaft, was sind das für... Oh oh. Ja toll, jetzt komme ich da nicht mehr rauf. Hätte ich das mal nicht gemacht. Ach, die Ex... Oh nee, die mag ich nicht. Die macht sich schon in Ghouls und Ghosts nicht. Kann ja eigentlich ganz leicht ausweichen. Upsala. Ne? Wo ist der Dicke? Der Dicke wieder! Hihihi. So. Was mache ich denn mit dem Kronleuchter so mal? Oh, oh, oh. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. So. Oh, oh, oh. Ich glaube, die Brocken dürfen nämlich treffen, oder was? Okay, dann hätte ich wohl nur am Kopf erwischen können, wie es scheint. Ja, einfach mal ein bisschen jetzt ruhig und dann klappt das hier auch. An dieser Arschmale da. Hallo, können Sie mal aufhören zu blocken? Dankeschön. Oh, Fleisch. Aber das bringt mir nichts, weil ich voll bin. Es bringt mir nichts. Oh. Oh, ja, moin. Damit hätte man jetzt rechnen müssen, ne? Weiß man nicht. So, aber zum Glück kommen die Gegner nicht mehr wieder. Das ist schön. Grit. Wahrscheinlich Boss, ne? Ja, hab ich mir gedacht. Oh. Wie heißt der? Sarampla. Schleim. Na gut, so schwer ist er jetzt nicht. Ich glaube, wenn ich da ein bisschen aufpasse, trifft er mich gar nicht. Außer der hat noch so eine zweite Phase, wo er dann ganz fiese Sachen macht. Ja, komm. Wahrscheinlich darf ich da nicht mal reintreten, wenn die noch frisch sind. Diese Schleimpfützen. Ach ja, holst du dir Hilfe? Habe ich mir gedacht. Hab mir irgendwie gedacht, dass sowas kommt. Oh oh. Gefährlich. Das ist gefährlich. Ja, wird immer wilder hier. Ich muss den ja auch mal treffen irgendwann. Kannst du mal weniger Kinder von dir rufen? Das wäre voll nett und so. Oh oh. Au. Meine Güte. Die nerven aber auch die kleinen Mistviecher. Yes. Das ist schön. Guck mal, da platzt das Stück für Stück. Komm, gib mir wieder ein Kreuz. For God and Castile. Ja, für Gott und Vaterland oder so, weiß nicht. Kastil? Hm. Ist schon lange her mit Spanisch, kann ich gar nicht mehr so. Naja, Kapitel 2, Road of the Harpies. Och nö, ich mag keine Harpien, die sind garstig. Kann ich jetzt mal einen anderen spielen oder immer noch ihn hier? Oh, was bist du denn? Oh no. Ich mag die Axt echt nicht, Leute. Guck mal, wie die ausschauen, die Harpien. Die sind aber knuffig, wie so eine Fledermaus. Gar nicht so böse, wie man sich eine Harpie vorstellt. Mehr so lustig eben. Oh, wie putzig. Und ich töte sie alle. Gib mir das. Oh, oh, ist gefährlich. Ich dachte, die schmeißt mir was Nettes runter, die Eule. Und dann gibt sie mir da wieder so eine Feuerbombe auf den Kopf. Oh, oh. Na gut, der Dicke hilft. Der Dicke. Oh, oh. Die sind schon ganz schön garstig, die Viecher. Wer hat denn die geschickt, bitte? Könnt ihr nicht machen, Kinder. So. Oh, mein Kumpel, ist das auch egal hier. Oh ja, Feen. Gib mir Fleisch. Ich brauche kein Fleisch. Ich brauche eine neue Waffe. Gib mir nochmal so ein Dolch oder so. Was kommt? Dann kannst du mal da richtig fahren, da vorne. Ich habe ja was zu tun, ja? Guck mal hier, Doing. Oh, oh, oh. Oh. Quesada! Ach, der hieß so. Quesada. Och, nö. Zweiköpfiger Geier. Walcher ist ja ein Geier. Oh! Ja, moin. Die Info, dass ich mich ducken muss, ist
wäre nett gewesen. Ah, okay. Das klappt nicht. Oh, wie? Der war doch tot. Ich dachte, der war tot. Muss ich jetzt alles nochmal? Ach, ja, natürlich. Aber jetzt habe ich meinen Dolch wieder. Das ist schön. Ich mag die Axt halt nicht. Die ist so doof einzuschätzen. Und irgendwie macht alles denselben Schaden gerade, merke ich. So. Peng, peng, peng. Ey, das finde ich nicht cool, dass ich jetzt alles nochmal machen muss. Hätten sie sich sparen können, aber das ist ja immer so. Einmal sterben, alles nochmal. So, moin. Ist doch voll den Kram. Okay, okay. Könnt ihr auch was tun für euer Geld? Ich meine, ihr kriegt kein Geld, ihr kriegt wahrscheinlich... Ja, kriegt einen warmen Händedruck vom König, wenn überhaupt. Dürft ihm den Handrücken küssen. Ja, ist schön, beste. Oh, das war doof. Das war richtig doof. Nee, nee. Oh, das ist schon ein bisschen garstig hier alles. Ich muss die gar nicht töten eigentlich. Oh, dieses Holpern. Ah, gib mir Fleisch. Jetzt brauche ich's. Fleisch, Fleisch, Fleisch. Fleisch. Verstehe. Na? Okay, da war die Axt vielleicht doch ein bisschen besser. Weil ich dann ein gewisses Momentum hatte, um mich zu bewegen. Gut, wie der gleich zerfleddert wird hier. Richtig krass. Oh. Resada. Meine Freund. Ja. Gucken ist nicht hier, ne? Walcher. Stuck mich jetzt. Ja, mach ich. Oh, ja, 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 ja. Jetzt habe ich ihn. Aber hab nur noch ein Leben und ein Herz. Das ist voll schlecht. Und schon wieder einen Freund verloren. Das ist nicht gut. Kann ich hier runter? Ja, ich muss hier runter sogar. We will meet in the forest. Wir treffen uns dann im Wald. Ja, kommt ein Harpienei rausgerollt oder was? Habe ich gerne sowas. Ach nö. Blöde Kuh. Und Fleisch. Yes, das gibt mir sogar noch volle Lebensenergie. Warum kommen die einmal raus und dann wieder nicht, diese blöden Harpien? Oh nö. Aber die halten nichts aus, das ist schön. So. Ich glaube, die sind kurzzeitig sogar unverwundbar, wenn die aus den Eiern kommen. Hier, guck mal. Ist das Stiefel? Oh, kann ich jetzt höher springen, oder wie? Oh, nee. Ja, macht so den Eindruck, ne? Oh, ein Zombie-Bogenschütze. Was machst du denn da? Keine Augen im Kopf, aber kann schießen wie so ein Weltmeister hier. Fleisch. Nein, nee, keine Sichel. Fleisch, bitte. Fleisch. Ich brauche Fleisch. Noch mehr. Gut. Wahrscheinlich werde ich gleich drauf gehen, aber das ist auch ganz okay so, denke ich. Hui. Donkey Shot gegen die Windmühlen. Mora's Tear. Ah, jetzt habe ich eine Träne gefunden. Was? Oh. Ja, ich bin gesprungen, aber wohl zu spät. Ich nutze kein Continue, Leute. Oder doch. Score Lost. Seht ihr, wenn ich Continues verbrauche, dann verliere ich auch Punkte. Wie auch immer. Guck mal, ich glaube, die wird mich jetzt runterschlagen, die Dinger. Und ich habe die Träne immer noch. Na gut, Leute. Vielleicht gefällt es euch ja. Probiert es mal selber aus. Könnt mir gerne noch ein bisschen was dazu schreiben. Bisschen Feedback da lassen. Und dann kommt eine Fee. Und, ja. Ich sag schon mal, bis zum nächsten Mal. Bis zu einem anderen Indie-Projekt. Oder auch später zum Livestream. Leute, haut's rein.